Herzlich willkommen bei Sleven Streamt Sport. Wir spielen den Formel 1 Manager. Heute sind wir in den Niederlanden unterwegs. Wir müssen, ich glaube, zum ersten Mal hier bei diesen Missionen mit Mercedes spielen. Oder wir dürfen, besser gesagt. Das dürfte ein bisschen Spaß machen. Das Team muss mindestens 15 Punkte erzielen. Nach einem regnerischen Start in Sandford und hektischen frühen Reifenwechseln ist Mercedes im Erholungsmodus. Im fortgeschrittenen Rennen liegen sie weiter zurück als erhofft. Denn Russell hat Probleme mit den harten Reifen und Hamilton hinter ihm ist auf neuen weichen Reifen unterwegs. Während der Regen droht wiederzukommen, musst du ihre Boxenstopp-Entscheidungen treffen und die Überholmanöver managen, um einige Punkte für die Silberpfeile zu sichern. 15 Punkte brauchen wir. Okay. Also hier haben wir die harten Reifen. Wir gucken jetzt erstmal, welche noch verfügbar sind. Wir hätten noch fast frische rote und ganz frische gelbe. Und wir haben natürlich, was Regenreifen angeht, das ganze Portfolio zur Verfügung. Bei ihm sieht es ähnlich aus. Da haben wir sogar zwei frische rote, drei frische rote sogar. Wir könnten aber mit den roten aktuell durchfahren. Und hier können wir nicht durchfahren. Hier könnten wir theoretisch durchfahren. Die Frage ist, wollen wir das? Es könnte nochmal regnen. Da ist dann die Frage, ob man überhaupt nochmal auf Reifen geht, auf Intermediates. Oder ob man auf Trockenreifen durchfährt. Das wird die spannende Frage sein. Auf jeden Fall, ja, lassen wir es jetzt erstmal laufen. Benzin sieht gut aus soweit. Wir sind hier bei Russell, der ist hinter Albon, das ist gut. Und Hamilton hat fast Freibahn, da ist Ocon noch dazwischen. Ja gut, und dann kommt auch schon Russell. Hinter uns klebt Norris. Der sollte aber doch nicht schneller sein als wir. Ne, der hat ältere Rote, das sollte kein Problem sein. Jetzt überholt uns der oder was? Wieso überholt uns denn jetzt Norris? Ja, der fährt scheinbar sehr aggressiv gerade. Okay, soll er machen, soll er vorbeifahren, ist uns jetzt erstmal wurscht. Die Frage ist, ob uns Albon bremst. Sieht eher nicht so aus. Nö, da fahren wir jetzt erstmal so weiter. Ja, Regen ist die große Frage, ob der kommt und vor allem, ob der einen schlimmen Einfluss dann hat auf uns. Oh, hier steht jetzt aber mehr. Oh, das sah vorher aber anders aus. Jetzt heißt es wohl ziemlich sicher, dass es am Ende regnet. Okay, das heißt, wir gehen jetzt die Reifen richtig hart an. Bei ihm müssen wir sowieso gleich rein. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Bei Russell schonen wir die Reifen jetzt mal richtig hart, weil ich habe keinen Bock, jetzt reinzugehen. Und danach regnet es und dann müssen wir nochmal rein. Das möchten wir verhindern. Bei Hamilton können wir Vollgas geben. Also das ist jetzt die Schwierigkeit. Russell hat keine guten harten Reifen mehr, aber es regnet bald und dementsprechend warten wir natürlich. Sonst machen wir zwei Stops und sind komplett raus aus den Punkten. Hamilton gibt Vollgas, der muss eigentlich jetzt gucken, dass er durchmarschiert. Hamilton muss jetzt eigentlich bis vorfahren zu Albon. Das müsste Hamilton eigentlich schaffen. Ich weiß nur nicht, ob es das Auto hergibt. Also an Norris müsste man jetzt eigentlich bei Start-Ziel vorbeikommen. Würde ich mal behaupten. Da müssten wir doch schneller sein. Links vorbei, außenrum. Jawohl, das dürfte jetzt gelingen. Das ist Russell da vorne. Der fährt wirklich sehr, sehr langsam. Der fährt wirklich extrem langsam. Komm, lass deinen Teamkollegen jetzt vorbei. Innen, jawohl, das sieht doch gut aus. Komm schon, Hamilton. Wir klemmen auf jeden Fall schön den Norris ein. Schaut euch das mal an. Ich würde ja lachen, wenn Norris jetzt innen vorbeifährt. Nee, komm. Mein Gott, Hamilton, jetzt fahr halt vorbei, du Dödel. Das kann nicht wahr sein. Der fährt jetzt hier eine halbe Runde lang neben ihm, oder was? Jetzt haben wir ihn, glaube ich, kassiert. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt komm ja halt mal auf, Norris, du bist langsam. So, also wir fahren jetzt vorbei mit ihm. Ich gehe mal davon aus, dass Norris direkt mitzieht. Aber das, uns bleibt nichts anderes übrig. Es macht keinen Sinn, mit Russell jetzt in die Box zu fahren. Das wäre Harakiri. Dann wäre er raus bei diesem Rennen sozusagen. Wir bremsen jetzt halt einfach ein bisschen den Kollegen hinter uns. Jetzt müssen wir allerdings in der Geraden ein bisschen Gas geben. Nicht, dass Norris vorbeifährt. Der könnte mit DRS wahrscheinlich jetzt sowieso vorbei. Naja, schafft er nicht.
Da ist die Gerade dann doch nicht so lang. Ja, das ist gut. Also den jetzt ein bisschen hinter uns zu halten, das hilft uns auf jeden Fall. Und Hamilton brettert jetzt natürlich mit den Reifen komplett rein. Den lassen wir jetzt bei Rot. Ich glaube, dass das reicht. Das müsste eigentlich reichen, um durchzukommen bis zum Regen. So, wen haben wir vor uns? Ocon. Und Albon ist auch nicht weit weg. Die Top 5 sind nicht mehr erreichbar. Aber Platz 6 und Platz 7. Das ist machbar. Also das sollte unser Ziel sein hier. Wobei das mit Russell halt schwierig wird, weil der natürlich langsam eingeht jetzt. Es muss halt aus Sicht von Russell so schnell wie möglich regnen. Und aus Sicht von Hamilton kann es ruhig noch ein bisschen trocken bleiben. Das sind jetzt gerade so die Wünsche bei uns im Team. Aber was schon mal gut ist, dass wir Norris loswerden. Da hilft Russell gerade extrem mit, indem er ihn ein bisschen bremst. Das ist richtig geil. Also Norris dürfte auf jeden Fall Hamilton nicht mehr gefährden. Und Hamilton muss gucken, dass er jetzt an den beiden hier vorbeikommt. Der hat die besseren Reifen, zumindest was Ocon angeht. Bei Albon haben wir ein bisschen mehr Prozent, aber der hat die gelben. Also eigentlich müsste Hamilton hier an den beiden Kollegen relativ zackig vorbeikommen. Die Frage ist, wann regnet es? Ich schalte jetzt mal auf Orange zurück, nicht, dass das Rote ein bisschen zu heftig ist. Und Russell ist jetzt überholt worden. Jetzt fängt es an zu regnen. Russell ist jetzt überholt worden. Da müssen wir jetzt ein bisschen hochschalten, damit wir den Norris nicht verlieren. Ja, ja, Hamilton kommt da nicht vorbei. Der kommt aber ran. Die Frage ist, wann ist der richtige Moment für den Stop? Es regnet relativ fackig. Also es steigt sehr, sehr schnell. Ich glaube, wir können keine weitere Runde fahren. Um ehrlich zu sein, glaube ich, können wir keine weitere Runde fahren. Das heißt, wir geben jetzt Vollgas mit beiden, denn wir werden jetzt mit beiden in die Box kommen. Würde ich mal sagen, oder? 36, ja, wir haben schon 0,36 mm auf der Strecke. Komischerweise fahren die Kollegen hier aber noch nicht rein. Ich würde fast sagen, also mit Russell fahren wir auf jeden Fall rein. Die Frage ist, ob Hamilton schon rein muss, weil der könnte natürlich mit seinen Reifen locker noch eine gute Runde fahren. Das ist die Frage. Die anderen fahren jetzt nämlich auch noch nicht rein. Nee, dann fahren wir mit Hamilton nicht rein. Wir kriegen da jetzt auch nochmal DRS. Aber mit Russell fahren wir rein. Da fahren wir jetzt ein bisschen eine unterschiedliche Strategie. Aber der muss eh, der hat eh Scheißreifen. Also das hilft eh nichts. Der ist hinter Norris dran. Ja, das passt. Mit ihm fahren wir rein. Aber Hamilton bleibt noch eine Runde draußen, würde ich sagen. Ja, so machen wir es. Die anderen fahren alle noch nicht rein, so wie es aussieht, oder? Ne, die bleiben alle noch draußen. Das ist okay. Dann fahren wir jetzt rein mit Russell. Er ist der einzige von allen Fahrern, die reinfahren. 0,55 mm sind es schon auf der Strecke. Aktuell würde ich sagen, sind die trockenen Reifen noch die besseren. Aber das wird sich jetzt schlagartig gleich ändern. Also wir sind schon bei 0,6. Ich finde, die Idee von Russell ist nicht schlecht. Jetzt fahren die hinter mir auch rein. Ja, ja, das war eine gute Entscheidung. Und Hamilton ist jetzt dran bei den beiden Kollegen hier. Ich möchte schon gern vorbeifahren jetzt mit Hamilton. Dass die uns nicht bremsen. Auf geht's jetzt. So, und Russell hat jetzt die Reifen. Der kriegt sie natürlich jetzt so schnell wie möglich auf Temperatur. Der wird jetzt Vollgas geben. Weil je schneller er diese Runde fährt, desto eher kommt er wieder vorbei an Norris. Ich glaube, Norris schlägt er jetzt wegen diesem Boxenstopp. Ich glaube, den Norris haben wir jetzt im Griff. Die Frage ist, wie weit spült es uns nach vorne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier im Regen in den Niederlanden. Wir kommen jetzt mit Hamilton vorbei. Noch vor dem Boxenstopp an Ocon. Das ist geil. Jetzt müssen wir aber auch sagen, dass er rein soll. Das habe ich jetzt fast vergessen, um Gottes Willen. So, wir sind auf jeden Fall jetzt vorbei an Ocon. Das ist geil, weil jetzt kommen wir... Nee, wieso werden der jetzt so langsam? Was war das denn jetzt? Ist der jetzt so langsam gefahren, weil er in die Box fährt oder was? Oder weil ich den hier runtergeschaltet habe? Der ist ja um die Hälfte der Geschwindigkeit ist der langsamer geworden. Das gibt's ja nicht. Und die anderen bleiben draußen. Norris bleibt noch draußen. Okay, die fahren durch. Wollen die durchfahren? Im Regen mit den Trocknen? Ja, sollen sie doch mal versuchen. Hamilton auf jeden Fall ist vorbei an Norris. Beziehungsweise der war ja schon... Nee, der ist, das ist Piastri. Norris ist weitergefahren. Das ist wirklich irre. Das ist komplett irre. So, wir haben hier Russell. Der ist jetzt hinter Joe. Da vorne sehen wir Hamilton.
Also der hat ordentlich Zeit gut gemacht, der Russell. Das hat sich gelohnt, mit ihm so früh reinzufahren. Das kann man auf jeden Fall sagen. So, das lassen wir jetzt auf Rot. Da gehen wir runter und da gehen wir auch runter. Die Frage ist jetzt, ob Russell und Joe vorbeikommt. Ja, kommt er. Also die Reifen, die wir haben, sind auf jeden Fall die besseren. Und die anderen fahren jetzt hier mit den trockenen Reifen weiter, oder was? Ja, die holen wir noch ein, locker. Also das ist dumm von Norris und von Ocon. Die haben schlechte rote Reifen. Es regnet jetzt und die kommen nicht in die Box. Das ist dumm. Die müssen doch eh nochmal reinkommen. Das halten die doch niemals 10 Runden durch. Also da hat die KI jetzt keine guten Entscheidungen getroffen. Und für uns heißt das wahrscheinlich, dass wir diese Mission erfüllen werden. So, Reifen sind auf Temperatur. Wir können da aber mit Rot durchheizen. Also wir schalten da jetzt gar nicht mehr runter. Da heizen wir jetzt durch mit der roten Einstellung. Hier mussten wir ein bisschen runterschalten, da können wir nachher aber nochmal hochschalten. Jetzt geht Norris rein. Ja, zu spät, mein Lieber. Norris war ja ungefähr auf gleicher Höhe wie, ich glaube, Russell, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Da müsste Russell eigentlich jetzt vorbeikommen. Ist der sogar auf die blauen gewechselt? Das habe ich jetzt nicht gesehen, das werden wir gleich sehen. Also auf jeden Fall ist Hamilton vorbei und Russell müsste auch vorbei sein, oder? Ja, easy vorbei. Und Albon ist auf die Reds gewechselt und Norris glaube ich auch. Aber der hat richtig viel Zeit verloren. Also die sind eine Runde länger draußen geblieben. Die denken aber, es wird noch richtig krass schütten. Okay, sehr, sehr interessante Strategie. So, Russell muss jetzt an Piastri rankommen. Der ist auch auf Intermediates. Der wird schwer noch einzuholen sein. Das spulen wir jetzt mal vor. Kriegen wir den noch? Hamilton kommt auf jeden Fall jetzt an. Ocon und Co. vorbei. Die fahren jetzt alle in die Box. Und wir können die Kollegen alle überholen. So, wo ist Alonso? Der kommt vor uns raus. Ist aber nicht schlimm. Ziel wäre jetzt erreicht. Wir sind Fünfter und Achter. Gasly kommt jetzt raus. Vor Russell. Die sind auf den Superwets. Die sind alle auf den heftigen blauen Reifen jetzt. Die denken also, es wird noch richtig schlimm schütten. Ja, das könnte uns natürlich noch einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn es jetzt tatsächlich noch richtig krass schütten sollte. Hamilton ist hinter Alonso. Der ist auch auf den blauen Reifen. Okay. Also wir müssten mit Hamilton auf jeden Fall jetzt sofort an Alonso vorbei, weil aktuell sind die grünen Reifen noch besser als die blauen. Da müssen wir sofort jetzt vorbeifahren. Und Russell wurde gerade von Gasly überholt. Sind die blauen Reifen jetzt schon besser bei 2,4 mm? Das wäre natürlich blöd. Ne, wir fahren jetzt vorbei an Alonso. Das ist schon mal gut. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen Gas geben jetzt. Und Russell muss auf jeden Fall wieder vorbei an Gasly. Definitiv. DRS gibt es jetzt natürlich nicht mehr im Regen. Aber das sollte er eigentlich auch so schaffen, jetzt hier in der Geraden. Ja, da kommen wir jetzt, glaube ich, innen vorbei. Wenn er uns den Weg jetzt nicht abschneidet. Ne, da sind wir jetzt vorbei. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir Vierter und Siebter. Also aktuell sieht es gut aus. Aber wenn es über 3,0 mm geht hier mit dem Regen, dann glaube ich, wird das nochmal eine richtig enge Kiste für uns. Ja, das geht jetzt gleich über 3. Seht ihr das? Eieieiei. Das könnte jetzt nochmal interessant werden, weil die blauen Reifen natürlich mit mehr Regen auf der Strecke immer besser werden. Seht ihr das? 3,5, 3,6. Eieiei. Jetzt fährt nochmal jemand rein. Sainz und Piastri. Ja, die wechseln jetzt auf die blauen Reifen. Eieiei. 5 Runden vor Schluss? Ne, wir fahren jetzt durch. Wir ziehen das jetzt eiskalt durch mit unseren Reifen. Wir überholen die jetzt natürlich, weil die in der Box sind, aber die werden jetzt mit den frischen Regenreifen dann wahrscheinlich schneller sein. Die haben natürlich dann mehr Grip als wir. Aber wir halten immer noch Alonso hinter uns. Also aktuell ist immer noch unser Reifen der bessere. Das muss man sagen. Aber die Frage ist, wie lange hält sich das? Jetzt haben wir gleich über 4%, über 4 mm. Ja. Oh, joi, 4,5 gleich. Ja, jetzt sind auf jeden Fall die blauen Reifen besser. Die Frage ist, lohnt sich dieser Boxenstopp von Sainz und Piastri überhaupt? Kommen die da nochmal ran? Oder gehen denen die Runden am Ende aus? Also ich glaube fast, dass denen die Runden am Ende ausgehen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wie unterschiedlich die Strategien sind. Wir sind jetzt die einzigen zwei, die nicht auf dem blauen Reifen sind.
Ja, hätte ich gewusst, dass es so stark schüttet, dann hätte ich natürlich auch die blauen genommen. Wir sehen es, Alonso kommt jetzt immer näher ran. Also der wird jetzt gleich an uns vorbeifahren. Ja, der kommt jetzt immer näher ran. Und wird jetzt gleich problemlos an uns vorbeifahren. Hier sehen wir die Szene. Weil wir natürlich jetzt die falschen Reifen haben. Wir haben nicht mehr genug Grip. Und es regnet immer weiter. 5,3 mm schon auf der Strecke. Ah, da können wir nichts gegensetzen, ne? Der wird einfach an uns vorbeifahren. Aber wir sind immer noch Vierter und Sechster. Ja, das ist spannend. Russell wird auf jeden Fall gleich richtig durchgereicht. Aber guck dir mal an. Piastri hat 5,5 Sekunden Rückstand. Der muss erstmal da ranfahren. Also Hamilton holt der, glaube ich, nicht mehr, oder? Also wir könnte sein, dass wir uns da jetzt ins Ziel zittern. Könnte aber auch sein, dass wir jetzt komplett aus den Punkten rausrutschen, weil es einfach zu nass auf der Strecke ist. Ja, ja, Sainz ist vorbei. Gleich kommt Piastri vorbei. Ja, damit schaffen wir es nicht. Ja, damit schaffen wir das Ziel nicht. Hamilton hat jetzt Piastri ziehen lassen müssen. Es ist viel zu nass auf der Strecke. 6 mm. Ja, wir hätten halt hier gucken müssen, dass es Starkregen gibt. Seht ihr das? Diese 4-5 Striche unter den Wolken, das heißt Starkregen. Und das bedeutet, man braucht dann die blauen Reifen. Das haben wir verpennt. Hamilton hat die schnellste Runde gefahren, aber es reicht nicht. Wir haben am Ende zu wenig Punkte geholt. Also, das ist ein Learning für uns, für unsere Karriere auch. Wir müssen gucken, wie stark es regnen wird. Die Prozentangabe zeigt ja nur die Regenwahrscheinlichkeit, aber nicht, wie stark es regnet. Da haben wir jetzt das Ganze ein bisschen verpennt. Wir hätten auch direkt auf die blauen Reifen gehen müssen. Dann hätten wir es hier auf jeden Fall geschafft. Tja, schade. Verstappen gewinnt mal wieder. Wieder Doppelsieg für Red Bull. Wir haben die Mission nicht geschafft. Ich finde es immer ganz geil, wenn ich die Mission nicht schaffe. Denn dann kann ich es nochmal versuchen und lerne dabei was. Das ist viel sinnvoller, als wenn es viel zu einfach ist. Beim nächsten Mal schaltet er hoffentlich wieder ein, wenn es heißt Slevin Stream Sport.